Glaubenslicht. Das hier auf meinem Arm ist unser Kater Milliboy. Er war Ende März hier aus unserem Pfarrhaus verschwunden und ist erst vor wenigen Wochen, Anfang Mai, nach einer Reise von 5 Wochen, die ihn wer weiß wohin geführt hat, wieder aufgetaucht. Und auch nicht hier bei uns zu Hause im Hof, sondern in Sittendorf, wo ich ein Foto von ihm in der WhatsApp-Gruppe des Dorfes entdeckte. 5 Wochen war er weg und 5 Wochen lang hat unser jüngster Sohn jeden Abend gebetet: Lieber Gott, mach, dass es Milliboy gut geht. Wir haben uns als Erwachsene schon immer gedacht, naja, wer weiß, wo er ist. Vielleicht ist er schon längst an dem Ort, wo es einem sowieso nur noch gut geht. Aber unser jüngster Sohn war fest überzeugt, Milliboy könnte doch wieder zurückkommen und hat jeden Abend gebetet, lieber Gott, mach, dass es Milliboy gut geht und dass er den Weg zurück zu uns findet. Und nach 5 Wochen, als unser Jüngster morgens aufstand, da hatten wir Milliboy abends nachts nach Hause gebracht und er saß tatsächlich vor der Tür. Milliboy, ein Beispiel dafür, dass Gebete manchmal erhört werden. Manche von Ihnen werden jetzt sagen, naja, Gebetserhörung hin oder her, vielleicht war es Glück, vielleicht war es Zufall. Und das stimmt, wir wissen nicht, wenn wir gebetet haben und das, wofür wir beten, dann eintritt, ob es tatsächlich ein erhörtes Gebet ist oder nur Zufall. Wovon ich aber überzeugt bin, ist, dass Beten tatsächlich hilft. Suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. So sagt es Jesus zu seinen Jüngern in der Bibel. Suchet, so werdet ihr finden. Bittet, so wird euch gegeben. Es ist vielleicht nicht immer so, dass uns unmittelbar gebeten gegeben wird, worum wir bitten. Und dass wir nicht immer das finden, wonach wir gedacht haben, dass wir suchen. Aber was wir im Gebet bekommen, ist auf jeden Fall das Gefühl, wir sind nicht allein. Wir bekommen Trost und Hoffnung und Zuversicht, einfach weil da jemand ist, an den wir uns wenden können. Klopft an und euch wird aufgetan. Eine Tür geht auf jeden Fall auf. Eine Tür zu einer neuen Sichtweise, eine Tür zu neuem Vertrauen, eine Tür zu mehr Gelassenheit. Vielleicht nicht, ist hinter der Tür nicht das, was wir erhofft haben, was hinter der Tür ist, aber eine Tür holt sich auf. Milliboy ist zu uns zurückgekehrt, es kann Zufall gewesen sein oder aber die Gebete unseres Jüngsten sind erhört worden. Was seine Gebete aber auf jeden Fall gebracht haben, ihm jeden Abend das Vertrauen und die Zuversicht zu geben, dass seine Sorge und seine Hoffnung um die Rückkehr von Milliboy nicht bei ihm alleine liegt, sondern noch in der Hand von jemand anderem. Die Erfahrung, die sie im Gebet machen können, dass Gott bei ihnen ist, dass er sie stärkt und ermutigt und ihnen neue Türen öffnet, neue Sichtweisen zeigt, die wünsche ich ihnen zum Sonntag. Rogate, betet. Amen. Suche zuerst Gottes Reich in dieser Welt, seine Gerechtigkeit, Amen. So wird euch alles von ihm hinzugefügt. Halleluja, 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 Halleluja. Betet und ihr sollt es nicht vergeblich tun, suchet und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Türe aufgetan. Halleluja, Halleluja.